بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Donnerstagsunterricht, wo wir insha'Allah ta'ala unsere Tafsir-Reihe weiterführen wollen. Wir wollen heute also insha'Allah ta'ala mit der Sura Nuh alayhi salam beginnen. Der Sura Nummer 71 des Koran. Und die Sura Nuh ist auch, wie die anderen Suren, die wir besprochen hatten, eine rein mekkanische Sura. Eine rein mekkanische Sura. Und das macht auch Sinn. Warum? Weil es nämlich in dieser Sura um die Da'wah der Mushrikin geht. Es geht darum, in dieser Sura die Mushrikin, die Götzendiener, zum Islam einzuladen. Und es geht in dieser Sura darum, den Propheten sallallahu alaihi wasallam Mut zu machen. Ihm aufzuzeigen, wie viel Geduld man benötigt in der Da'wah. Anhand eines Beispiels. Und zwar nicht irgendeines Beispiels, sondern anhand eines gewaltigen Gesandten Allahs, dem Sheikh al-Rusuli wal-Anbiya, dem Sheikh der Gesandten und der Propheten Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam. Und diese Sura, sie ist, wie wir gerade gesagt haben, eine rein mekkanische Sura, die unter dem Namen Nuh auch bekannt ist, welche nach Surat An-Nahl, die Biene, Sura Nummer 16, herabgesandt wurde und vor Surat Ibrahim herabgesandt wurde. Und vor Surat Ibrahim herabgesandt wurde. Bezüglich Surat Nuh gibt es unterschiedliche Zählweisen der Verse, der Ayat. Und zwar haben wir im sogenannten Mushaf Kufi, dem kufischen Mushaf, 28 Ayat. Auch das ist unser Mushaf, den wir heute haben. Da ist die Zählung 28 Ayat. Im Basri und Shami Mushaf, der in Al-Basra war und Al-Sham, da müsst ihr euch so vorstellen, es gab unterschiedliche Zählungen der Ayat, haben wir 29 Verse, da würden einfach die Ayat mehr unterteilt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Ayat dann unterteilt wurde, müsste man nochmal recherchieren, aber es ist für uns auch nicht so wichtig. Und es gibt noch im mekkanischen und medinensischen Mushaf dann 30 Ayat als Zählung. Aber es sind alles dieselben Ayat, es ist dieselbe Sura, nur dass die Zählungen unterschiedlich sind. Dass die Zählungen der Ayat unterschiedlich sind. Surat Nuh, wie wir auch das letzte oder vorletzte Mal gesagt hatten, passt sehr, sehr gut zu den anderen Suren, welche wir im Juz Tabarak finden. In diesem 29. Juz. Warum? Weil nämlich Allah subhanahu wa ta'ala in der Sura Al-Jinn, in der Sura Al-Muddathir und in der Sura Al-Muzzammil über die Da'wah spricht. Und wir hatten das schon mehrmals jetzt erwähnt gehabt. Was ist das Hauptthema in Surat Al-Jinn? Was will Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit auf den Weg geben? Bezüglich der Da'wah, bezüglich der Verkündung der Botschaft. Dass wenn eine Gruppe nicht glaubt, dann kommt was? Eine andere Gruppe. Sogar ein anderes Geschöpf, nämlich die Jinn. Also du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du wirst mit deiner Botschaft immer jemanden erreichen. Surat al-Muzammil ist Surat al-Zad, die Surat des Proviants für den Iman, den ich brauche auf meinem Weg der Da'wah, Zadu Da'iyah, der Proviant eines Da'iyah, das ich immer wieder an mir arbeite. Weil sobald ich anfange, mich zu vernachlässigen, werde ich diesen Druck der Da'wah nicht mehr ertragen können. Oder ich werde zwar weitermachen, aber ich komme vom richtigen Weg in der Da'wah ab. Es gibt auch Leute, die in der Da'wah vom richtigen Weg abkommen.
Und ich fange an, vielleicht nicht mehr wirklich nach Allah zu streben mit dem, was ich tue, sondern nach weltlichen Angelegenheiten, nach Ruhm, nach Anerkennung, nach Geld, Vermögen, Frauen, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Motivationen, welche alle der eigentlichen Motivation widersprechen, nämlich, dass ich es für Allah subhanahu wa ta'ala mache. Und deswegen unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurden all diese Dinge angeboten in Mekka. Man hat ihm angeboten, ihn zum Reichsten zu machen, er hat es aber abgelehnt. Er sagt nein. Man hat ihm angeboten, die schönsten Frauen zu geben. Er sagt nein. Man hat ihm angeboten, die besten Ärzte zu bringen, falls er krank sein sollte. Er sagt nein. Man hat ihm Macht angeboten. Du bist unser sozusagen Oberhaupt. Nein. Und sagte dann seine bekannten Worte: Wallahi, لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Würden sie die Sonne in meine rechte legen und den Mond in meine linke, damit ich mit dieser Sache aufhöre, damit ich meine Botschaft nicht mehr verkünde, ich würde es nicht tun, bis Allah sie zum Vorschein kommen lässt oder ich untergehe. Für Allah Ta'ala. So wichtig, deswegen immer wieder an sich arbeiten. Und dann Surat al-Mudaththir, diese ganz klaren Gebote, die er mit auf den Weg bekommen hat. Diese sieben Gebote, die er am Anfang von Surat al-Mudaththir finden. Und jetzt kommt Surat Nuh, reiht sich ein. Damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lernt, Geduld zu haben. Damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lernt, dass es nicht immer auf das Ergebnis ankommt, sondern dass es darauf ankommt, alles zu tun. Und dass Allah Ta'ala ihm am jüngsten Tag nicht nach dem Ergebnis fragen wird, sondern er wird ihn danach fragen, ob er die Botschaft Allahs verkündet hat oder nicht. Sodass er Geduld bekommt. Und zwar anhand eines extremen Beispiels, nämlich eines Propheten, der 950 Jahre lang Da'wah gemacht hat. Sodass er, diese 60 Jahre, die er lebte, sallallahu alaihi wa sallam, dann für ihn sehr, sehr kurz vorkommen. Er hat ein Vorbild, subhanallah, egal was es ist. Ja? Wie gesagt, vor Surat Nuh finden wir welche Sura? Welche Sura ist vor Surat Nuh? Welche Sura? Surat? Nein, davor. Ma'arij. Surat Ma'arij. Ja? Und in Surat Ma'arij, ja, finden wir genau auch diesen Aspekt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie die Botschaft ablehnen, die Menschen austauschen kann. Inna laqadiruna ala an nubaddila khayran minhum. Wir haben die Fähigkeit, sie mit Besseren auszutauschen. Also eine Warnung. Und genau das ist ja auch in der Geschichte von Nuh alayhi salam geschehen. Wir werden das sehen am Ende, werden wir heute nicht haben, aber am Ende der Sura macht ja Nuh alayhi salam Dua gegen sein Volk. Und Allah Ta'ala, er lässt sein Volk ertrinken. Er lässt sein Volk ertrinken. Seine Warnung an die Quraysh. Und gleichzeitig zeigt es auf, dass es immer eine Alternative gibt. Und da sehen wir, Surat Nuh reiht sich ein in all diese anderen Suren, welche wir in Juz Tabarak finden, um dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Methodik in der Da'wah aufzuzeigen. Und diese richtige Methodik in der Da'wah ist heute wichtiger denn je. Diese richtige Methodik in der Da'wah ist heute in unserer heutigen Zeit wichtiger denn je. Wir sehen immer wieder, wie heutzutage Leute, die Gutes meinen, leider eine falsche Methode anwenden. Und dadurch mehr Schaden bewirken als Nutzen. Immer weniger finden wir irgendwelche Debatten auf Instagram, auf Facebook, in den sozialen Netzwerken, wo sich Leute gegenseitig zerfleischen, sich gegenseitig die unterschiedlichsten Adjektive an den Kopf werfen. Das ist kein richtiger Muslim, ist ein Frevel, ist ein Käfer, ist ein weiß ich nicht was, ein Mubtadi'. Und viele dieser Leute vergessen, worauf es eigentlich in der Da'wah ankommt. In der Da'wah geht es nicht darum, anderen irgendetwas an den Kopf zu werfen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn wir uns seine Da'wah anschauen, dann sehen wir, er hat eigentlich fast nie oder sehr selten wirklich andere in einer bestimmten Form beschrieben. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich was
auf die Da'wah konzentriert. Auf die Da'wah konzentriert. Die Verkündung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala in bester Weise. Und genau das ist es, worauf wir uns konzentrieren sollten. Wir sollten uns nicht als Muslime gegenseitig zerfleischen. Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Und es wird auch Leute geben, die leider vom richtigen Weg abkommen. Die leider auch Meinungen vertreten, die eindeutig nicht mehr zu vertreten sind. Und man muss auch davor warnen, gar keine Frage, man muss auch aufzeigen, was die Wahrheit ist. Aber meine lieben Geschwister im Islam, es bringt nichts, wenn wir anfangen, uns nur noch damit zu beschäftigen, was diese Person für eine Person ist. Und anfangen nur noch, uns gegenseitig irgendwelche Beschreibungen an den Kopf zu werfen. Das führt nicht weiter, sondern ganz im Gegenteil. Das führt dazu, dass die Gemeinschaft sich spaltet. Das führt dazu, dass Muslime unsicher werden. Die einfachen Muslime werden unsicher. Sie wissen nicht mehr, von wem kann ich was hören. Das sind unsere Vorbilder, die uns die Religion beibringen, aber die zerfleischen sich gegenseitig. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich wirklich das Wissen nehmen kann. Heute hat mich eine Schwester angeschrieben, subhanallah, ja, Instagram. Das kurz bevor ich gekommen bin, heute. Ja, sie meinte genau das, ich weiß gar nicht mehr, wem ich zuhören soll. Der eine wirft dem anderen das vor und der andere wirft dem anderen das vor. Wem soll ich jetzt zuhören? Und deswegen liegt es in der Verantwortung der Dua, derjenigen, welche Da'wa machen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, zu versuchen, genau diese Methodik unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam richtig umzusetzen. Indem ich mich auf das Wesentliche konzentriere, auf die Verkündung der Botschaft konzentriere, indem ich versuche, die Wahrheit aufzuzeigen und mich nicht mit nebensächlichen Konflikten dann abzinken zu lassen auf diesem Weg. Weil es führt zu einer Fitna. Und das Schlimmste, was den Muslimen geschehen kann, ist eine Fitna. Eine Zwietracht unter die Muslimen. Das Schlimmste überhaupt, dass sich die Muslime gegenseitig bekämpfen. Weil wenn sich zwei streiten, freut sich immer der Dritte. Farriq tasud. Lass die Leute sozusagen spalte und herrsche. Spalte, herrsche. Wenn wir uns spalten, wenn wir nicht versuchen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, dann wird es sehr, sehr schwierig, dass wir irgendetwas erreichen. Und dann werden wir mehr verlieren, als wir jemals erreichen können. Die paar Leute, die du vielleicht erreichen kannst, ja, sind vielleicht nur ein Teil von dem, den du erreicht hättest, erreichen können, wenn du diese Methodik des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der Da'wah, richtig umgesetzt hättest. Und Allah ta'ala, er zeigt jetzt in dieser schönen Sura, Surat Nuh, unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, einige wichtige Dinge auf, anhand der Geschichte von Nuh alaihi salam. Interessant ist, Nuh alaihi salam wird sehr häufig im Koran erwähnt. Und Nuh alaihi salam wird insgesamt 43 Mal an verschiedenen Stellen im Koran erwähnt. Seine Geschichte wird in Surat al-A'raf, in Surat Yunus, in Surat Hud, in Surat al-Shu'ara und in Surat al-Ankabut erwähnt. Und Allah Ta'ala hat ihm jetzt auch eine ganze Sura gegeben, nämlich Surat Nuh. Und Nuh alaihi salam ist, wie es überliefert wird von Abdullah ibn Abbas, der erste Gesandte Allahs. Und wir hatten schon einmal aufgezeigt gehabt, was der Unterschied ist zwischen einem Gesandten und zwischen einem Propheten, einem Rasul und einem Nabi. Wer kann uns diesen Unterschied nochmal aufzeigen? Was ist der Unterschied zwischen einem Rasul und zwischen einem Nabi? Müsst ihr jetzt alle können. Ja, hein. Der Rasul hat eine neue Botschaft. Ja? Ein Buch in der Regel. Ja? Und muss es verkünden, richtig? Genau, und ein Nabi kriegt eine Offenbarung, aber bestätigt, stützt sich auf eine vorherige Offenbarung. Ja? Stützt sich auf eine vorherige Offenbarung und hat auch nicht immer die Pflicht, dies zu verkünden. Hat auch nicht immer die Pflicht, dies zu verkünden. Ja. Genau. Sehr gut. Barakallahu fik. Musa war ein Rasul und Harun war ein Nabi. Musa war ein Rasul und Harun, sein Bruder, war ein Nabi, der ihn gestützt hat. Jazakallahu khair. Beginnen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, mit den ersten Ayat von Surat Nuh. Und zwar beginnt Allah ta'ala diese Surah mit der Bestätigung einer Tatsache.
Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk. Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit einer Bestätigung, dass ein Prophet gesandt wurde vor dir, O Muhammad. So, höre sehr, sehr gut zu, was dieser Prophet alles durchmachen musste. Dieses Inne ist in arabischer Sprache eine Bestätigung. Adat Tawqid. Ich bestätige damit eine Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt nicht inni, sondern er sagt inna arsalna in der Plural. Erste Person Plural. Warum? Nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala aus mehreren Bestandteilen steht. Ta'ala Allahu an dhalik. Sondern es ist diese majestätische Form. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist erhaben über allen Dingen. Oder er spricht über sich immer wieder im Koran in dieser majestätischen Form. Um aufzuzeigen, dass Allah Ta'ala, der Gewaltige, der Schöpfer dieses Universums, auch einen gewaltigen Propheten gesandt hat. Und jetzt spricht er von Nuh alayhi salam. Und er sagte, wir sandten ja Nuh zu seinem Volk. Also Nuh alayhi salam wurde zu seinem Volk, nicht zur gesamten Menschheit, sondern zu seinem Volk geschickt. Ein wichtiger Punkt. Die Propheten vor unserem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, meine lieben Geschwister, wurden alle zu bestimmten Völkern gesandt. Während unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zur gesamten Menschheit gesandt wurde. Wir hatten auch letztes Mal diesen Hadith genannt gehabt, aber wir erwähnen ihn noch einmal. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie es authentisch überliefert wird, dass er in sechserlei Hinsicht gegenüber anderen Propheten bevorzugt wurde. Was sind die Vorzüge, diese sechs Vorzüge? Fuddiltu ala al-anbiya'i bisitt. Was sind diese sechs Vorzüge? Das sind wir aufzählen, inshallah ta'ala. Nummer eins, u'titu jawami' al-kalim. Mir wurden die umfassenden Worte gegeben. Rhetorisch einwandfrei. Rhetorisch einwandfrei. Nur ein Beispiel. Einmal kamen einige Seemänner zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also Seefahrer. Und auf dem Meer gearbeitet haben und sie wollten vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam wissen, ob sie mit dem Meereswasser Wudu machen können. Ob sie mit dem Meereswasser Wudu machen können. Weil sie nur wenig Süßwasser dabei haben und wenn sie damit Wudu machen würden, dann würden sie dursten. Und jetzt hört man zu, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortet. Weißt du, wisst ihr, wie er antwortete? Er hätte jetzt sagen können, ja, nein, oder? Aber hat er nicht gemacht. Wie hat er geantwortet? Was war seine Antwort gewesen? Sehr bekannter Hadith. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سبحان الله. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Dessen Wasser rein ist oder reinigend ist, dessen Totes und Verendetes ist erlaubt. Ein kurzer Satz, den man sich sehr leicht merken kann, der diesen Seemännern noch etwas anderes mit auf den Weg gegeben hat. Nicht nur, dass das Meereswasser reinigend ist, tahur ist, sondern, dass es ihnen auch erlaubt ist, Fisch zu verzehren, ohne ihn schlachten zu müssen oder schächten zu müssen. Und sogar verendeter Fisch für sie erlaubt ist. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in einem kurzen Satz ihnen nicht nur diesen einen Hucken gegeben, sondern er hat ihnen gleich auch noch etwas weiteres auf den Weg gegeben. Und das ist dieser einwandfreie Rhetorik unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er mit kurzen Worten sehr viel zum Ausdruck bringen konnte. Das ist Nummer eins. Was ist Nummer zwei? وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. Und ich wurde durch Angst zum Sieg geführt. Was ist damit gemeint? Das heißt, dass dadurch, dass die Muslime wehrhaft waren, sie auch dementsprechend siegreich wurden. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Diese Wehrhaftigkeit der muslimischen Umme, gerade auch in der Anfangszeit, ja, aber auch über die Geschichte hinweg, war ein wichtiger Aspekt dafür gewesen, dass die Umme heutzutage überhaupt noch existiert. Weil wir können eines nicht verlangen. Egal was ist, ja, man muss sich wehren können.
Was nicht ist, dass man Unrecht tut, aber man muss wehrhaft sein. Und das ist ebenfalls etwas, wodurch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausgezeichnet wurde. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ Und mir wurde die Kriegsbeute erlaubt. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا Und die Erde wurde für mich zu einem Ort der Reinigung und zu einem Ort des Gebetes der Niederwerfung gemacht. Das heißt, überall, wo ich bin, kann ich mich reinigen, ob ich Wasser habe oder nicht, durch Tayammum mit der Erde. Und ich kann überall beten. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً Und ich wurde zu allen Menschen geschickt, zu allen Geschöpfen. Das ist der Aspekt, über den wir reden. Und dann Nummer 6. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ Und durch mich wurden die Propheten abgeschlossen. Also ich bin das Siegel der Propheten. 6 Dinge, durch die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausgezeichnet wurde. Nuh alaihi sallam war wie andere Propheten zu einem bestimmten Volk gesandt worden. Und jetzt verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von Nuh alaihi sallam etwas ganz Konkretes. Und zwar أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكْ Warne dein Volk. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das Warnen, wir hatten das auch erwähnt gehabt, gehört ebenfalls zu den Methoden der Da'wah. Also nicht nur die frohe Botschaft, sondern auch aufzeigen, dass deine Handeln Konsequenzen haben wird und dass du eines Tages vor Gott stehen wirst und er dich zur Rechenschaft ziehen wird für das, was du tust. Und wir wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in den ersten Tagen sich auch so an sein Volk gewandt hat. Als er auf As-Safa stieg, da hat er die ganzen Unterstämme der Quraysh gerufen. Und er sagte zu ihnen, wenn ich euch sagen würde, dass hinter diesem Hügel eine Armee steht, die euch angreifen, würdet ihr mir glauben? Er sagte, ja. Dann meinte er, ich bin ein Warner zu euch. Mit einer harten Strafe. Also unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls gewarnt. Aber gleichzeitig hat er auch die frohe Botschaft verkündet. Und deswegen ein Da'i, er muss versuchen, beide Mittel miteinander zusammenzuführen. In einem gesunden Maß muss er sie miteinander verbinden. Und wir werden auch sehen, dass in Surat Nuh, Nuh alaihi sallam all diese Methoden verwendet hat. Nicht nur sich auf die eine Methode gestützt hat, sondern auf alle Methoden. Wir haben heutzutage teilweise das Phänomen, dass es manche gibt, die nur die eine oder die andere Methode wählen. Es gibt manche Prediger, die sind die ganze Zeit immer nur am Verfluchen. Und alles ist schlecht. Und alles ist falsch. Und die sind alle in der Hölle. Und dann gibt es wieder auch welche, die immer nur über Friede, Freude, Eierkuchen gehen. Alles ist gut, alles ist schön. Niemals etwas kritisieren. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Ich muss ein Mittelmaß finden. Ich muss beides miteinander verbinden. Weder das eine ist gut, noch das andere ist gut. Sondern ich muss beides miteinander verbinden. So wie der Prophet es getan hat, sallallahu alaihi wa sallam. Weil am Ende die beste Da'wah ist, wessen Da'wah? Die des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann kommt etwas Wichtiges hinzu. Ja? Und zwar sagt Allah Ta'ala in der nächsten Ayah folgendes. Also erst einmal, an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum a'dhabun alim. Ja? Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Also sprich auch über diesen Aspekt Strafe. Ja, ihr werdet, wenn ihr weiter so macht, werdet ihr bestraft werden. Das ist gefährlich. Und was macht jetzt Nuh alayhi salam? In der zweiten Ayah, hört euch das mal an. Qal. Jetzt spricht wer? Nuh. In der ersten Ayah spricht Allah. Eine Anordnung. Allah Ta'ala, er verlangt von Nuh alaihi salam etwas. In der zweiten Ayah spricht jetzt Nuh. Allah Ta'ala, er erzählt, was jetzt Nuh daraus gemacht hat. Nuh hatte einen Auftrag gehabt. Wie hat er diesen Auftrag jetzt umgesetzt? Und jetzt hören wir uns das mal an. Qala ya qawmi, inni lakum nadhirun mubin. Er sagte, oh mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner. Allahu Akbar. Er hat das, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat, 1:1 so umgesetzt. 1:1. Allah hat verlangt, warne sie. Und was macht er? Er warnt sie. Und er sagt, ich bin ein deutlicher Warner zu euch. Und so sollte ein Muslim sein. Ich versuche, den Islam so zu praktizieren, wie es Allah von mir im Koran verlangt hat. Nicht, was ich hineininterpretiere oder was ich glaube, gut sei, sondern ich schaue, so gut ich kann, objektiv, und absolute Objektivität gibt es nicht, aber so gut ich kann, weil ich immer unter Einfluss stehe. Aber ich versuche, den Koran auf mich wirken zu lassen und zu schauen, was erzählt Allah da eigentlich im Koran? Ich schaue mir die Themen des Korans an und versuche, anhand der Themen, die Allah anspricht,
mein Islamverständnis zu formen. Es gibt viele Leute, die gehen mit einer bereits vorgefertigten Meinung an den Koran heran. Für sie ist der Islam nur Liebe. Und nur Frieden. Ist er auch, gar keine Frage. Aber es gibt nur diesen Aspekt. Und sie interpretieren alles, was im Koran ist, nach dieser vorgefertigten Meinung. Jegliche Form von Dschihad wird immer interpretiert als Dschihad gegen die Nifs. Alles muss dahingehend interpretiert werden, wie ich den Koran verstehe. Das andere Extrem ist, der Islam ist gekommen, um Köpfe abzuhacken. Mit dem Schwert. Also wird alles, was im Koran ist, dahingehend interpretiert. So wie sie Daesh gemacht haben. Der IS. Ja. Jeder Vers, der irgendwie über Frieden spricht, über gute Beziehungen zu den Mitmenschen, wird uminterpretiert. Das war mal früher in der mekkanischen Phase. Aber heute, halas, geht nur noch das Schwert. Es gibt den Schwertvers, der hat alles andere aufgehoben, alles abrogiert. Es gibt nichts anderes mehr als den Schwertvers. Und wieder haben wir diese beiden Extreme. Und was wäre richtig? Ich gucke einfach, was spricht denn Allah für Themen im Koran an? Und dann werde ich genau jedem Thema das Gewicht geben, wie es Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann werde ich den Islam wirklich so verstehen, wie Allah Ta'ala zu mir verlangt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das in bester Weise getan. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war in bestimmten Situationen hart gewesen, wo Härte gefragt war. Aber in vielen und die meisten Situationen war er was gewesen? Sanftmütig. Subhanallah. Rahma. Die meisten Situationen. Aber es gab Situationen, wo er dann auch Härte gezeigt hat, weil es Allah Ta'ala in diesem Moment von ihm so verlangt hat. Aber es waren die Ausnahmesituationen. Die meisten Situationen war er was gewesen? Barmherzigkeit. Hat versucht, diese Barmherzigkeit zu zeigen, diese Menschlichkeit zu zeigen, diese Liebe zu zeigen. Aber es gab auch Grenzen. Und daran erkennen wir, subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat den Koran wirklich umfassend verstanden. Mit einem umfassenden Verständnis und nicht mit einem selektiven Verständnis. Ich picke mir etwas heraus und so ist der Islam. Nein, der Islam ist so, wie es Allah will, nicht so, wie du es willst. Und wenn du sagst, du bist ein gottergebener Mensch, dann versteh den Koran so, wie es Allah will und nicht, wie du es willst. Passe nur dich dem Koran und nicht umgekehrt. Ganz wichtig, passe du dich dem Koran an und nicht umgekehrt. Passe du dich den Propheten an und nicht umgekehrt. Sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt nur, er macht genau das, was Allah von ihm verlangt hat. Inni lakum nazirun mubin. Interessant ist, er sagt, ja Qaum, genauso wie es Allah gesagt hat, an andir ila qaumihi, an andir qaumaka, warne dein Volk. Und er sagt, oh mein Volk, Nuh alaihi salam, er bekennt sich zu seinem Volk. Sein Volk hat viele Sünden begangen. Sein Volk hat Schirk begangen. Sein Volk hat die Grenzen Allahs überschritten. Aber es war immer noch sein Volk gewesen. Und das ist so wichtig in der Da'wah, meine lieben Geschwister. So wichtig. Wir machen so häufig den Fehler, schon alleine bei bestimmten Begriffen. Die Deutschen und wir. Du bist doch Deutsch. Was bist du denn sonst? Du bist Deutsch, in Deutschland sozialisiert, hier aufgewachsen. Mag zwar sein, dass du ursprünglich Marokkaner bist, Togolese bist, weiß ich nicht was, ja? Iraker, Türke, keine Ahnung. Aber am Ende, wir sind alle hier in Deutschland sozialisiert. Und jeder von uns merkt das. Sobald er sein Heimatland besucht, seine Eltern, fühlt er sich ja auch nicht wirklich zu 100% togolesisch oder marokkanisch oder irakisch oder wie auch immer. Man merkt so irgendwie, man ist anders, man denkt anders, man hat eine andere Denkweise als sie. Es ist wirklich so, subhanallah, das ist ganz natürlich, das ist etwas Natürliches. Also wir sind hier in Deutschland sozialisiert. Deutschland ist eigentlich, was heißt eigentlich? Deutschland ist unsere Heimat. Wir kennen eigentlich nichts anderes als Deutschland. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich, nur weil ich irakischer Herkunft bin, den Irak kenne, den ich nie besucht habe. Kann ich nicht wirklich behaupten. Ich habe zwar 6 Jahre in Ägypten gelebt, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich die Ägypter so kenne, wie ein Ägypter, der in Ägypten aufgewachsen ist. Kann ich nicht. Ja, schwierig für mich. Und ich würde einfach mal behaupten, bei den meisten ist es genauso. Wenn wir hier Leute haben, die aus Palästina sind, ja, ich bin mir sicher, die meisten von euch werden Palästina nicht so verstehen, wie die Palästinenser selbst, die in Palästina leben. Funktioniert einfach nicht, geht gar nicht. Warum? Weil du hier aufgewachsen und sozialisiert bist. Das heißt, Deutschland ist unser Land, ist unsere Heimat.
Und wir müssen in der Da'wah genau so daran, an die Sache herangehen. Es gibt Leute, die haben ein Problem, Dua für ihre Heimat zu machen, Deutschland. Es gibt Leute, die haben ein Problem damit. Die machen Dua für Deutschland, warum? Das ist kein Problem. Das ist dein Land, das ist dein Volk. Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns an unser Volk wenden, ja. Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns an unser Volk wenden. Weil wenn wir den Menschen das Gefühl geben, wir sind anders als ihr, dann werden die Menschen, die uns ohnehin nicht mögen, sich bestätigt fühlen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, gar nicht einfach. Weil man wird ausgegrenzt. Man wird immer als anders bezeichnet. Man sieht uns nicht als Deutsch. Selbst Deutsche, die den Islam annehmen, sind nicht mehr Deutsche, sind Hybride. Sind zwar irgendwie Deutsch, aber man nennt es wirklich Hybride. Ja? So, sind zwar Deutsch, aber irgendwie sind sie nicht mehr Deutsch. Sie sind jetzt plötzlich Türken geworden oder Araber oder weiß ich nicht was, aber es sind keine Deutschen. Es ist wirklich so, so wird das wirklich gesehen. Es gibt wissenschaftliche Studien diesbezüglich. Es gibt wissenschaftliche Studien diesbezüglich. Das sind Verräter. Verräter der eigenen Identität. Und deswegen, wenn wir Da'wah machen wollen, dann muss uns bewusst sein, es ist eine große Herausforderung. Aber am Ende dürfen wir uns nicht isolieren, indem wir sagen, die und wir. Nein. Wir sollten diejenigen sein, die immer sagen, wir, oh unser Volk. So wie es Nuh alaihi salam war. Nuh hat sich fremd gefühlt. Man kann fremd im eigenen Land sein. Man kann sogar fremd in seiner eigenen Familie sein. Man kann fremd in seiner eigenen Familie sein. Hört mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagt, Bada al-Islamu ghariba. Der Islam hat fremd begonnen. Die Leute haben sich fremd gefühlt. Ich meine, das waren alles Leute aus dem Quraysh gewesen. Abu Bakr war Qurayshid gewesen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Qurayshid gewesen. Uthman war Qurayshid gewesen. Umar ibn al-Khattab war auch Qurayshid gewesen. Aber sie haben sich fremd gefühlt. Sie haben sich nicht zu Hause, nicht willkommen gefühlt. Bada al-Islamu ghariba. Der Islam hat fremd begonnen. Und er wird wieder fremd werden, wie er einmal gewesen war. So, Tuba, das Paradies für diejenigen, die fremd sind. Ja, man wird sich fremd fühlen. Das ist normal. Weil du bist immer anders. Du trinkst keinen Alkohol, wie die anderen es tun. Du verhältst dich nicht so wie sie. Du hast keine Freundin wie sie. Du gehst nicht auf Partys, wie sie es tun. Du bist anders. Aber trotzdem, diese Einstellung sollten wir haben. Wir sollten sie haben, dass wenn wir Da'wah machen, dass wir den Menschen das Gefühl geben, dass wir uns ihnen zugehörig fühlen. Und dass das unser Land ist. Und dass wir als Muslime nur das Beste für unser Land wollen. Und dass wir auch Dua für unser Land machen. Dua für unsere Stadt machen. Dua für unseren Bezirk machen. Dua für die Menschen hier in Deutschland machen. Weil wir ein Teil von ihnen sind. Und nur das Beste für sie wollen. So wie Nuh alaihi salam, der gesagt hat, mein Volk. Oh mein Volk. Und nicht nur Nuh hat das gesagt, sondern auch alle anderen Propheten. Surah Ash-Shu'ara, immer wieder, ja, Qawmi. Oh mein Volk, oh mein Volk. Inni lakum nazirum mubin. Ich bin ja ein deutlicher Warner. Und dieses Wort deutlich, mubin, ist ein unglaublich wichtiges Wort. Und zwar, die Botschaft des Islam ist eine klare Botschaft, eine deutliche Botschaft. Eine Botschaft, die jeder verstehen kann. Eine Botschaft, die jeder nachvollziehen kann. Es ist eine Botschaft der Fitra. Eine Botschaft der Fitra, der natürlichen Veranlagung. Und genau so sollte ich den Islam auch verkünden. Es ist eine einfache und deutliche Botschaft, die jeder Mensch mit seiner Fitra vereinbaren kann. Und ich habe schon viele Menschen gehört, bevor sie Muslime geworden sind, die dann Muslime geworden sind. Als ich mich angefangen habe, mit dem Islam zu beschäftigen, da habe ich mich bestätigt gefühlt in dem, was ich schon immer geglaubt hatte. Der Islam hat im Grunde genommen das bestätigt, was ich schon immer für richtig gehalten habe. Und deswegen, wir brauchen den Islam nicht komplizierter zu machen, als er ist. Er ist nämlich nicht kompliziert, er ist einfach. Und wir sollten diese Einfachheit auch in der Da'wah, gerade in der Da'wah bewahren. Wenn wir anfangen, meine lieben Geschwister im Islam, mit den Leuten über komplexe Angelegenheiten zu sprechen, obwohl sie noch nicht einmal Muslime sind. Und sie im Grunde genommen mit diesen Dingen dann konfrontieren, dann werden sie das Gefühl bekommen, das ist alles zu viel für mich. Fang mit den Grundlagen an, das ist das Wichtigste. Weil der Islam in seiner Grundform
ist die Fitra. Fitra Allahi lati fatara an-nasa alayha. Es ist die natürliche Veranlagung, mit der Allah Ta'ala die Menschen erschaffen hat. Und jetzt geht Nuh alayhi salam in seiner Da'wa weiter. Allah erzählt einfach, was er gemacht hat. Und Nuh erzählt über sich selbst, was er jetzt getan hat. An ya'budu Allah wa attaquh wa ati'un. Drei zentrale Botschaften, die Nuh alayhi salam hier übermittelt. Dient Allah und fürchtet ihn und gehorcht mir. Drei zentrale Botschaften. Die erste Botschaft ist was? Ibadah. Was ist Ibadah? Was heißt Ibadah? An ya'budu Allah. Was heißt Ibadah? Was bedeutet das Wort Ibadah? Das ist ein wichtiges Wort. Ich meine, wir wurden erschaffen, damit wir Ibadah machen. Was sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Dhariyat? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir gegenüber Ibadah machen. Was heißt denn Ibadah? Was? Wir übersetzen das als Gottesdienst. Aber was ist die ursprüngliche Bedeutung von Ibadah? Dienen. Okay. Aber noch ursprünglicher. Man sagt in der arabischen Sprache, ja bitte? Ja, ist, wie gesagt, noch ursprünglicher. Also wirklich die ursprüngliche sozusagen Bedeutung dieses Wortes. Man sagt in der arabischen Sprache, Tariq Mu'abbad. Ein Tariq Mu'abbad ist ein geebneter Weg. Ein Weg, der sich anpasst an die Menschen. Das heißt, jemand, der Ibadah macht, der passt sich an. Jemand, der Ibadah macht, der passt sich an. Und deswegen, ein Abd in der arabischen Sprache ist ein Sklave oder ein Knecht, ein Diener. Wie man es auch immer überlegt, je nach Kontext. Was macht ein Diener? Er passt sich seinem Herrn an. Ein Diener, er passt sich seinem Herrn an. Also mit anderen Worten, er tut das, was sein Herr von ihm verlangt. Und dementsprechend das allererste, was Nuh alayhi salam von ihnen verlangt, ist, dass sie Ibadah machen, aber nicht nur beten, fasten, nein, sondern bereit sind, ihr Leben den Geboten Allahs anzupassen. Ganz wichtig. Viele von uns verstehen das Wort Ibadah nur in seinem sehr, sehr engen Verständnis. Nämlich, ja, dass ich bete. Natürlich ist es Ibadah, keine Frage. Aber das ist nur ein Teil der Ibadah. Dieses Gebet soll dazu führen, dass du wahre Ibadah tust, nämlich ein wahrer Diener Gottes wirst. Und wie wirst du das? Indem du dich bereit erklärst, alle Gebote Allahs umzusetzen, so wie er es möchte. Und so wie er es verlangt hat. Und deswegen, diese Ayah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Diese Ayah, ja, was ist mit dieser Ibadah hier gemeint? Ist denn mal gar, dass ich 24 Stunden nur bete? Nein. Sondern da ist gemeint, dass ich bereit bin, in all meinen Lebensbereichen Allahs Gebote zu befolgen. Das ist die wahre Ibadah. Und das ist der wahre Abdullah. Der wahre Diener Gottes. Jemand, der versucht, ja, Allahs Gebote in bester Weise zu befolgen. Fattakullaha mastata'tum. So fürchtet Allah, so gut ihr könnt. Das ist das Erste. Also, sie sollen bereit sein, sich Allah zu ergeben, Nummer eins. Was ist die zweite Botschaft? Wattaquh. Taqwa. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Ibadah und der Taqwa? Die Ibadah ist die äußerliche Anpassung. Die Ibadah ist die äußerliche Anpassung. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Diener, ein Knecht, ein Sklave. Wenn sein Herr von ihm etwas verlangt, dann muss er das machen, oder? Er passt sich äußerlich an. Gut. Heißt das, dass er innerlich damit zufrieden ist? Nein. Es kann jemanden geben, der macht das, weil er Angst hat vor der Strafe. Weil er es machen muss. Aber er macht es nicht gerne. Er verflucht innerlich seinen Herrn. Und es gibt jemanden, wie hier der Butler von Batman, ja, der lebt für so Batman. Ja. Sein Herr ist eigentlich schon tot, aber er ist immer noch der Butler der Familie. Ja. Bleibt bei der Familie, macht alles für Batman, kennen wir alle. Ja. Der ist einfach da, zufrieden, er macht das gerne, aus dem Herzen. Immer wenn Batman Hilfe braucht, ist er da. Ja. So ein Unterschied. Das heißt, es geht hier um eine innerliche Einstellung. Und genau das ist die Taqwa. Die Taqwa ist diese innerliche Einstellung. Es ist nicht nur so, dass ich Allah äußerlich diene, sondern ich diene Allah subhanahu wa ta'ala mit meinem Herzen. Und ich achte auf all meine Taten, weil ich weiß, dass Allah ta'ala mich sieht und ich tue es für Allah. An ta'bud Allah.
أو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. So wurde Taqwa definiert, dass du so handelst, wie Allah es von dir verlangt hat. In einem Licht von Allah und mit der Absicht, nach dem Lohn Allahs zu streben. وَأَن تَخْشَ عِقَابَ اللَّهِ. Und dass du Angst hast vor der Strafe Allahs. وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ. Dass du die Sünde gegenüber Allah unterlässt, die Ungehorsam. تَخْشَ عِقَابَ اللَّهِ. Du hast Angst, Ehrfurcht vor der Strafe Allahs. عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ. In einem Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Taqwa, diese innerliche Einstellung. Die brauchen wir. Und Nuh alayhi salam, er hat von ihm beides verlangt. Er sagt, Ibadah, äußerlich, aber auch das Innerliche. Und deswegen muss ich immer an mir arbeiten. Und immer versuchen, wenn ich etwas tue, dass ich es richtig mache. Mit Ihsan. Und Ihsan, wie es der Prophet definiert hat, ist, ein ta'budallah ka'annaka tarah. Das heißt, ich mache nicht nur Ibadah, sondern ich mache Ibadah so, als würde Allah mich sehen. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ. Als würde ich Allah sehen können. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَهُ. Und wenn ich das auch nicht kann, diese Stufe nicht erreicht habe, dass ich das Gefühl habe, ich könnte Allah sehen bei der Ausführung meiner Ibadah, bei der Ausführung meines Gebetes. Ich bete so und ich habe das Gefühl, ich stehe vor Allah. Ich habe das Gefühl, ich stehe vor Allah. Jemand, der dieses Gefühl hat, der wird Tränen vergießen, der wird still sein, der wird an nichts anderes denken. Und wenn ich das nicht kann, dann zumindest, dass ich weiß, dass Allah mich sieht. Das ist dann diese Taqwa, diese innerliche Einstellung. Und jetzt kommt das Dritte. Die dritte zentrale Botschaft ist welche? وَأَطِعُونِي وَأَطِعُونِي. Und gehorcht mir. Jeder Prophet wurde gesandt, nicht nur als Überbringer einer Botschaft, sondern auch als ein Meister. Ganz wichtig, merkt euch das. Jeder Prophet wurde zu seinem Volk gesandt, nicht nur als Überbringer der Botschaft, sondern auch als ein Lehrer, ein Meister und ein Vorbild, der das vorlebt. Und dementsprechend ist ein Prophet immer auch eine Person, der man Folge leisten muss. Allah Ta'ala sagt Folgendes. Ya ayyuha alladhina aman, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli al-amri minkum. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denjenigen, welche welche Verantwortung tragen unter euch. Was ist interessant an dieser Ayah? Diese Ayah wiederholt zweimal das Wort Ati'u, gehorcht. Und zwar einmal bei Allah und einmal beim Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Sodass der Gesandte eine Instanz ist, welche wir ebenfalls zu befolgen haben. Und die wir uns ebenfalls zum Vorbild nehmen müssen. Und dann bei den Verantwortungsträgern wird nicht nochmal wiederholt, wa Ati'u, also gehorcht. Warum? Weil nämlich ihre Befolgung und der Gehorsam ihnen gegenüber immer gebunden ist an den Gehorsam gegenüber Allah und dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist verständlich. Das heißt, ich gebe euch ein Beispiel. Durch die Beispiele wird das klar. Wenn Allah etwas zu mir sagt, muss ich es eins zu eins umsetzen. Ich brauche gar nicht darüber nachzudenken. Ich muss es einfach machen, weil es Allah von mir verlangt hat. Wenn der Prophet etwas sagt, muss ich es umsetzen oder nicht? Ich muss es umsetzen. Das ist gar keine Diskussion. Wenn aber ein Herrscher, ein Regent etwas von mir verlangt, muss ich es immer umsetzen? Es kommt darauf an. Wenn es etwas ist, was im Sinne Allahs ist und des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, was ich mit meinem Gewissen, mit meinem Imam vereinbaren kann, dann muss ich es umsetzen. Ich muss mich an die Gesetze halten. Aber stellt euch mal vor, er verlangt von euch etwas, was den Geboten Allahs und den Geboten des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, widerspricht. Darf ich es dann befolgen? Ich darf es nicht befolgen. Konkretes Beispiel, wo es diesen Konflikt geben könnte. Ich bin Soldat in einer Armee oder ich arbeite ja, in einer Armee, in einer Einheit. Und jetzt verlangt mein Vorgesetzter von mir, in einer bestimmten Situation, jemanden zu Unrecht zu foltern. Wie es in vielen Kriegen der Fall ist. Oder er verlangt von mir, Frauen zu vergewaltigen. Oder jemanden umzubringen. Dürfte ich dem nachkommen als Muslim? Weil ich sage, ich muss ja ihm gehorchen? Nein, ich darf dem nicht nachkommen. Und ich muss seinem Befehl widersprechen. Ich muss seinem Befehl widersprechen. Warum? Weil nämlich sein Befehl
dem widerspricht, was Allah und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht haben. Damit es verständlich wird. Und hier eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, die heutzutage sehr breit diskutiert wird. Und zwar die Stellung der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allah Ta'ala erzeigt, dass jeder Prophet eigentlich diese Stellung hatte, dass sein Volk ihm folgen musste. Und auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte diese Stellung gehabt, dass wir ihm befolgen müssen. Und deswegen ist es unsere Pflicht als Muslime, auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu befolgen. Es gibt heutzutage sehr viele Leute, die sagen, die Sunna brauchen wir nicht, wir brauchen nur den Koran. Wir stützen uns nur auf den Koran. Aber Allah Ta'ala, er verlangt genau das Gegenteil. Er verlangt von uns, und das ist das, was der Koran sagt und nicht die Sunna, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu befolgen haben. Und wie können wir das heutzutage tun? In Form der authentischen Sunna, die überliefert wurde, wo wir ganz klare Anordnungen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben. Und jetzt zeigt Nuh alaihi salam Folgendes auf in seiner Da'wah. Und er sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr davon profitieren, und zwar in der Dunya und im Akhira. Das heißt, das ist nicht gegen euch, sondern das ist für euch. All das, was ich von euch verlange, was Allah von euch verlangt, das ist nur zu euren Gunsten. Und Allah verlangt das nicht von euch, um euch zu ärgern oder euch das Leben schwer zu machen. Ganz im Gegenteil. Ihr werdet in der Dunya davon profitieren und im Akhira. Weil immer was Allah sagt. Und Nuh alayhi salam jetzt. Yaghfir lakum min dhunubikum. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben. Akhira. Und mit etwas von euren Sünden, das ist eine Übersetzung, man könnte aber auch sagen, er wird euch alle eure Sünden vergeben. Weil dieses Min, yaghfir lakum min dhunubikum, er wird euch etwas von euren, das würde hier übersetzt als von, kann mit Tab'id sein, das heißt, dass ein Teil der Sünden vergeben werden. Und manche sagen aber, das Min ist als Tawqid. Also als Bestätigung dafür, dass wirklich alle Sünden vergeben werden. Also wenn ich bereit bin, Allah zu dienen, nach Gottes Furcht strebe, versuche dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in bester Weise zu folgen, was ist dann? Dann wird Allah mir meine Sünden vergeben. Das ist der Weg zur Vergebung. Selbst wenn ich dann Fehler machen sollte, schwach werden sollte, Sünden haben sollte, allein dieser Versuch, ich strebe danach, führt zu was? Führt zur Vergebung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Vorteil in Akhir. Allah wird mich annehmen. Und was ist der Vorteil in der Dunya? وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen. Was heißt das? Die Gelehrten haben sich darüber Gedanken gemacht. Was könnte damit gemeint sein? Ich meine, die Frist, Allah steht doch fest. Deswegen sagt ja Allah gerade direkt in derselben Aya, إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Gewiss, Allahs Frist, wenn sie kommt, kann nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. Was bedeutet das dann? Und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen. Was heißt das? Manche Gelehrte haben gesagt, dass es wörtlich zu verstehen ist. Das heißt, wenn wir bereit sind, Allah zu dienen, gottesfürchtig sind, den Propheten befolgen, dann wird Allah Ta'ala unsere Frist verlängern, unsere Lebensfrist. Wie das? Die steht doch schon fest, bevor wir überhaupt geboren wurden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einer authentischen Überlieferung bei Bukhari, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasi rahimah. Wer möchte, dass Allah seine Versorgung ausweitet und seine Lebensspur, das heißt seine Lebensfrist verlängert, aufschiebt, der soll die Familienbande pflegen, also seinen Verwandten besuchen. Es gibt ja so unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten in Bezug auf diesen Hadith. Ist ja wörtlich zu verstehen, aber was ist damit zu verstehen? Manche Gelehrte haben gesagt, ja, es ist wirklich wörtlich zu verstehen. Und sie haben gesagt, es gibt zwei Arten von Ajal, zwei Arten von Lebensfrist. Einmal Muqayyad, gebunden, und einmal Mutlaq. Was heißt das? Und zwar, Mutlaq ist die Lebensfrist, die Allah für dich gesetzt hat, die aber keiner kennt außer Allah Ta'ala. Und Muqayyad ist die Lebensfrist, ja, die an bestimmte Dinge gebunden ist. Das heißt, wenn du sie erfüllst, wird sie verlängert, wenn nicht, dann nicht. Wenn du sie erfüllst, wird sie verlängert, wenn nicht, dann nicht. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich fände das auch grundsätzlich interessant. Und zwar,
Wenn wir uns mal Glücksstudien anschauen, es gibt eine Glücksstudie, ich weiß nicht mehr genau, wo sie gemacht wurde, aber es ist eine der längsten Studien überhaupt. Und zwar ist eine Studie, die schon über 80 Jahre geführt wird. Verschiedenen Gesellschaften. Und da wurde halt geschaut, was ist das, was die Menschen am glücklichsten macht? Was glaubt ihr, was ist das, was die Menschen am glücklichsten macht? Wo die Menschen wirklich, sage ich mal, ein ausgeglichenes Leben führen. Was ist das? Genau, die menschlichen Beziehungen. Diejenigen, die intakte Beziehungen zu ihrer Familie und zu ihren Mitmenschen haben, die haben ein glücklicheres Leben als diejenigen, die das nicht haben. Subhanallah. Also genau das, was der Prophet hier gesagt hat. Und wenn ich mich innerlich wohlfühle, dann bin ich auch gesünder. Mental. Und mein mentaler Gesundheitszustand wirkt sich automatisch auf was aus? Auf meinen körperlichen Gesundheitszustand. Das wissen wir. Jemand, der psychisch krank ist, der hat verschiedene Krankheiten. Es wirkt sich auf seinen gesamten Körper aus. Permanent krank, fühlt sich nicht gut. Ja? Aber jemand, den es mental gut geht, der ist fit, subhanallah. Das heißt, mit anderen Worten, es kann wirklich sein, dass die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, hier was wirklich, wörtlich gemeint sind. Das heißt, wenn du das tust, wenn du deine Familienbande pflegst, deine menschlichen Beziehungen, dann führt das dazu, dass du ein ausgewogeneres, besseres Leben führst und das führt wiederum dazu, dass du länger lebst. Als wenn du das nicht hättest, weil du dich dann allein fühlen würdest, du würdest depressiv sein, du würdest einsam sein. Und wir wissen, was mit einsamen Menschen geschieht, subhanallah. Sie gehen ein wie eine Pflanze, subhanallah. Sie gehen ein wie eine Pflanze. Und deswegen, wir können das durchaus wortwörtlich verstehen. Und genauso auch mit dieser Ehe. Ja? Wenn du jemand bist, der die Gebote Allahs befolgt, der gottesfürchtig ist, der so lebt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgeschrieben hat, dann wirst du automatisch ein besseres Leben führen. Automatisch. Und dieses bessere Leben führt dazu, dass dein Leben vielleicht auch länger ist. Wenn ich keinen Alkohol trinke, nicht rauche, eine intakte Familie habe, meine Familienbande pflege, auf all diese Dinge achten, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und der Koran beigebracht hat, dann führe ich doch automatisch ein besseres Leben. Und wenn ich ein besseres Leben fühle, dann fühle ich mich wohl. Ich fühle mich glücklich. Und subhanallah, das führt wiederum dazu, dass ich automatisch Dinge erlebe. Also es kann wirklich wortwörtlich gemeint sein. Und das ist sehr wichtig, meine lieben Geschwister. Wir haben es schon oft gesagt, aber ich wiederhole es immer wieder. Wenn wir den Islam richtig praktizieren, dann ist das keine Strafe. Sondern ganz im Gegenteil, keine Einengung. Denn das ist eine Barmherzigkeit für unser Leben. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, oh, hätte ich gewusst, das weiß ich nicht, Alkohol nicht. Es gibt ja manche Liberale, die sagen, das heißt, Alkohol ist nicht. Dann hätte ich doch gesagt, Allahu Akbar, ja? Willst du unbedingt irgendwas machen, was deinem Körper schadet? Willst du oh, ich wusste nicht, ich dachte immer, Rauchen ist haram, aber ist ja eigentlich nur mal Crew. Wollte ich schon immer machen. Du machst einfach was dir selbst schadet. Also am Ende, ja, wenn du die Gebote Allahs und des Propheten sallallahu alaihi wa sallam befolgst, dann tust du dir damit einen Gefallen, deinem Körper einen Gefallen, deiner Familie einen Gefallen. Ich meine, allein, dass du die Gebote Allahs befolgst in Bezug auf deine Familie, du behandelst deine Frau gut. Du machst keinen Sinn, wal'iyadhu billah. Es gibt niemals die Situation, wo du fremd gehst und das dann herauskommt, weil deine Familie zerstört wird, deine Scheidung, die Frau nimmt die Kinder mit. Gibt's viele Fälle. Diese Menschen gehen kaputt. Die Menschen gehen mental, seelisch kaputt durch diese ganzen Probleme. Er hat zwar in diesem Moment seinen Spaß vielleicht, ja? Aber schau mal die Wirkung an, auf sein Leben. Und wenn ich also all das befolge, was Allah von mir verlangt hat, dann kann ich nur ein gutes Leben führen. Was nicht heißt, dass ich nicht Probleme habe, Herausforderungen, das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich führe ich erstmal ein ausgeglichenes Leben. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala hier anspricht. Ja, er sagt, ihr kriegt euren Lohn im Akhirah und euren Lohn in der Dunya. Und genau das bestätigt Allah in Surat An-Nahl. Man amila saliha, der rechtschaffen handelt. Man zakarin au unfa, ob Mann oder Frau. Wa huwa mu'min. Und der auch noch ein Mu'min ist. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Den werden wir ein schönes Leben führen lassen. Allah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und wir werden ihnen ihre Taten vergelten mit den besten Taten, die sie getan haben. Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, lasst uns das verinnerlichen. Ja? Lasst uns den Islam nicht praktizieren, weil er eine Last ist, weil wir müssen, sondern weil er ein Mehrwert ist für unser Leben. Es ist eine innere Einstellung, weil es ein Mehrwert in meinem Leben ist.
Und nicht, weil es eine Last ist, weil ich es machen muss, ja, sondern weil ich es machen will, weil ich auch so leben würde, wenn ich kein Muslim wäre. Oder ich würde mir wünschen, so zu leben, wenn ich kein Muslim wäre. Diese Einstellung müssen wir haben. Und nachdem jetzt Nuh alayhi salam das erwähnt hat, ja, kommt jetzt etwas anderes. Ein anderer Abschnitt. Wir machen jetzt erstmal hier Stopp, aber im nächsten Abschnitt wird jetzt Nuh alayhi salam mit Allah sprechen. Und er berichtet Allah, was er alles versucht hat. Wir wissen nicht genau, wo das sein wird. Wird es am jüngsten Tag sein, in der Dunya, weil er noch gelebt hat? Allahu a'lam. Aber darauf werden wir dann übernächste Woche eingehen, weil nächste Woche müssen wir Surat Jinn abschließen. Ja, wir haben Surat Jinn für diejenigen, die zu spät gekommen sind. Heute, ich habe mich falsch vorbereitet. Ich dachte, ich habe es schon abgeschlossen. Und erst kurzfristig gemerkt, dass ich noch gar nicht Surat Jinn abgeschlossen hatte. Nächste Woche inshallah schließen wir Surat Jinn ab. Und dann übernächste Woche machen wir dann weiter mit dem zweiten Teil von Surat Nuh alayhi salam. Bi-Iznillahi azza wa jal.